So, dann können wir eigentlich auch... Warte mal, ich pack noch mal ein bisschen mehr dazu. Wir machen ja erstmal hier ordentlich Pfeile draus. Nicht, dass die Temperatur nachher so abfällt. Ich würde jetzt noch mal eine Stunde lang ein Buch lesen. Ich bleib mal nicht so dicht. Weil dann haben wir die Temperatur auf jeden Fall, die wir brauchen. Könnten vielleicht noch mal eine Kleinigkeit gleich trinken. 132. Bleibt die da jetzt stehen? Mach keinen Scheiß. Okay. Oh. Schön, dass ich so viel zu essen hier habe. Naja, da, wir haben wenigstens nicht so viel Hunger. Aber ich probiere das schon mal. Kann doch nicht sein. Freundchen. Mach keinen Scheiß. Das wird nicht höher. Gucken mal. Viel hilft viel? Okay. Dann legen wir aber nochmal einen nach, ja. Nicht, dass es gleich wieder abfällt. Warum das denn? Ich habe da schon 1000 Mal Kohle da reingehauen eben. Wie viel Kohle braucht man denn? Alter Schwede, damit er auf die Temperatur kommt. Das ist ja Wahnsinn. Wow. Raubtiere gefüttert. Hast du Katzen? Oh, warte, ich muss erstmal nochmal was trinken. Ach nee, die Kitties. Ach man, ich habe den Namen völlig falsch gelesen. Battle.net gedacht, keine Ahnung warum. Also gelesen. So, Metallschrott. Wir machen jetzt erstmal so viel wie geht. Würde ich sagen. Ja, 4 11-jährige Mädels, ja, stimmt. Ja. Ja, die Betrachterin ist auch da. Bei dem guten Minjas. Wie viele Pfeilspitzen haben wir jetzt? Ja, wo sind denn... Ach da, 12. Nicht schlecht. Warum ist das... Oh, no. Na... Ayuta, ey. Was? Alter Schwede. Vielen Dank für deinen Support. Ayuta, Alter. Eieieiei. Alter Schwede. Jetzt ein bisschen unangenehm. Vielen Dank. Aber ich muss mal kurz raustappen. Sorry. Dafür gibt's 4000 Grunchies. Wieso habe ich denn Tab? Oh, ich bin gleich wieder im Spiel. Hier. Wer sich fragt, was für eine Grunchies? Das sind Grunchies. Ayuta, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, über die ganze Zeit hinaus schon immer, wie du mich supportest, ist einfach Wahnsinn. Hatten wir das Thema nicht schon? Ja, mit den Unangenehmen. Dankeschön. Ja, man weiß immer gar nicht, wie man bei so einer Situation reagieren soll. Vielen Dank. Und ich hatte meine Laterne angelassen. Jetzt ist mir das auch wieder aufgefallen, warum da nichts mehr drin ist. Versehentlich angelassen. Guck mal, das dauert so lange. Machen die wieder aus und dann schmieden wir einen Plan. Ja, ich spiele weiter. Und ich glaube, man kann getrost sagen, dass die Anzahl von Pfeilspitzen erstmal ein echt ordentlicher Puffer ist. 16. Also der brennt noch. Oder? Ja. Okay, komm, einen noch. Wieder. Musst du doch mal sehen, dass er endlich zu der Festplatte kommt. Ja. Das stimmt. Und wir könnten eigentlich auch sonst hier schlafen. Wir haben nichts mehr zu essen und auch nicht mehr viel zu trinken. Gut, wir könnten uns hier natürlich nochmal Wasser machen. Das macht vielleicht Sinn. Ofen. Ach, der, guck mal, der brennt auch nur noch 47 Minuten. Das ist auch Timing. Dann machen wir uns hier nochmal einen halben Liter. Und dann kommen wir eigentlich auch noch nach Hause. So ein Setzling-Teil. Gucken wir gleich nochmal. Au, es ist gerade dunkel. Wollen wir denn wirklich nach Hause? Nee, dann pennen wir eigentlich hier. Die habe ich zu Hause gelassen, die 5 Liter Wasser. Ja, Wasser finde ich gar nicht so problematisch. Ah, wir haben noch 0,24. Normalerweise brauchen wir hier nur schlafen. Und dann können wir rüber. Ausgehungert? Okay, das ist natürlich super. Jetzt überlege ich. Renne ich zurück? Mal gucken, wie kalt es ist. Davon mache ich es abhängig. Weil wir werden schon ziemlich ausgehungert sein, wenn ich jetzt hier durchpenne. Was mal von der Temperatur abhängig. Nö, ist ja kein Fehler. Sieben Grad? Wieso ist denn nachts so warm? Scheiße, wo sind die? Hier natürlich fast nichts. Oder sind die nachts aktiver? Nee, ne? Zwei Grad geht eigentlich. Wo sind die Honis? Scheiße, Wölfe sind nachtaktiv. Aber ist das auch dieses Spiel auch? Macht das das Spiel auch so? Also, dass die Hunde hier, die Hunde, sag ich schon, die Wölfe, nachts aktiver sind? Macht keinen Scheiß, ey. Und wahrscheinlich lockt die Laterne die auch noch an, ne? Ich bin ein bisschen angespannt. Sorry, dass ich jetzt nicht mehr so viel erzähle. Bisschen Schiss in der Büchse. Na komm. Die Soundkulisse ist so mega, ey. Definitiv.
vor allem die... Warte mal, da lang. Oh, das könnte ganz gut aussehen hier, mit dem nach Hause kommen. Also, ja, was sind denn das hier, diese Viecher, die hier gerade lang fliegen? Hier, der Sound gerade. Den habe ich noch nie vorher gehört in dem Spiel. Ja, soundtechnisch haben die... Ist das schon ein halbes Meisterwerk, ne? Das muss man einfach sagen. Ich hoffe, hier oben sind keine Wölfe gerade. Wäre doof. Okay. To who's? Ja, gleich. Sehr schön. Yeah! Dann können wir am nächsten Tag schon wieder zurückreisen. Wow. Sehr schön. So, wir hauen uns hier erstmal ein bisschen was rein. Ja, pass auf. Am nächsten Tag wache ich auf und es ist richtig Scheißwetter. Minus 30 Grad und so. Ja gut, dass sie auch nachtaktiv sind, das habe ich mir gedacht. Aber ich habe jetzt gerade tatsächlich fast damit gerechnet, dass sie einfach aktiver sind und auf meine Lampe zugelaufen kommen. Das war so meine Befürchtung eigentlich, die ich hatte. Oh, so viel zu essen haben wir jetzt auch nicht mehr. Wo ist mein Trinken? Ach da. So, am besten die Laterne nicht gleich wieder ausleuchten lassen. Boah, so viel haben die jetzt auch nicht hier. 250 immer nur. Also es wird Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Aber ich muss gestehen, ich überlege wirklich... Bin ich gerade... Wo meine Base ist. Durch dieses mehrfache Anfangen... Muss da nochmal eine Sekunde drauf rumdenken. So, Bett. Hallo? Bett. Erschöpft. Schlaf erstmal. Komm dir auf, du hattest einfach nur Schweineglück. Ja, das muss man ja auch mal haben. So. Gutes Wetter. Hört sich zumindest erstmal so an. Zumindest kein Sturm. Zack. So, dann gehen wir einmal runter. Dann könnten wir die Lampe hier nochmal auffüllen. Leder. Warte mal, was? Hier. Ahorn. Hier. Ahorn-Schößling haben wir. Können wir hier bauen? Kann ich hier zumindest sehen, was ich brauche? Nein. Köder ablegen. Haben wir keine. Oh nein! Nein, 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 nein. Meinung. Ja, aber ich glaube, das Ding brauche ich dafür. Inventar. Oder warte mal, einmal kurz schließen. Die wegpacken. So. Zack, 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 zack. Wir werden auf jeden Fall... Oh nein. Mann, ich wollte doch den Hammer da liegen lassen. Der wiegt doch 2 Kilo. Was soll ich mit dem? Mit dem kann ich doch nur Metall bearbeiten. Dann lasse ich den hier in der Schublade. Dann ist er zumindest in der Nähe. Das heißt, sollte ich direkt zur Schmiede rennen, kann ich immer noch sagen, ach, stimmt. Der war ja da. Ist ja dann auf jeden Fall keine Weltreise. So, dann würde ich... Wollte ich einmal gucken, kann man den... Ach, mit Metallschrott kann man den reparieren. Alles klar. Also müssen wir jetzt nicht, aber ich wollte es nur mal wissen. Ach, hört ihr den Wind? Schön! Perfektes Wetter, um loszureisen. So schwer ist getrocknetes Leder jetzt nicht. Dann würde ich die einmal auffüllen. Und die kann man ja nochmal mitnehmen hier. Als Reserve. Ich lasse die Kanister aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich da. Mal gucken. Aktion auffüllen.
Ja, komm, einen Liter können wir ja mitnehmen. Oder die beiden halt. Dann gucken wir nochmal. Ja, Putzzeug brauchen wir logischerweise. Wenn wir dann irgendwann auch mal ein Gewehr finden. Dann brauchen wir eigentlich zweimal. Aber ich glaube, wir haben zu Hause auch noch ein bisschen. Noch ein Brecheisen brauchen wir nicht. Nähzeug würde ich auch gerne einmal nochmal mitnehmen. Das, soweit fertig, würde ich auch gerne nochmal. Die beiden nehmen wir mit. Die beiden nehmen wir mit. Geht vom Gewicht noch eigentlich. Mensch. Dann haben wir eigentlich auch das Wichtigste dabei. Ich würde vielleicht nochmal mich ein Buch mit. Zack, dann haben wir so ein bisschen was zum Anzündeln. Der Hammer liegt hier. Hast du schon mal in den Bergen? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Und nur zum Hinweis. Wenn es geht, nicht spoilern, wo die sind. Wir werden uns auf jeden Fall vorher satt essen. Nur noch die... Ah, ja. Sehr gut. Sehr gut. Das wäre unangenehm geworden, wenn wir die vergessen hätten. So, dann müssen wir aber hier nochmal ran. Ein 0,3 braucht er. Warte mal, ich werde den, glaube ich, zu 100% machen. Ja, wir werden heute... Ich guck mal ganz kurz raus. Wir können heute noch nicht los. Ich werde nochmal Buch lesen gleich ein bisschen. Okay, ich glaube, auf den Bergen gibt es nämlich so einen Ranger-Terminal. Da liegen beziehungsweise hängen an den Wand manchmal Gewehre. Ja, nee, da war ich noch nicht. Ich bin tatsächlich in die andere Richtung. Das ist kein Wetter zum Zurückreisen. Das war kein Spoiler. Nein, nein. Da war ich auch schon. Ich weiß, was du meinst. Dass diese... Heißt sie nicht... Heißt die Jägerhütte... Das ist so oben auf so einer Anhöhe. Hm. Und da war ich in diesem Spielstand auch noch nicht oben. Weil wir sind Rätselsee gestartet? Heißt der so? Ich glaube ja. Und sind jetzt auch erst nur in die andere Richtung gegangen. Ich glaube, es heißt Rätselsee. Ich bin mir unsicher. Ich bin ja noch nicht so gut in dem Spiel. So, wir nehmen erstmal das hier auseinander. Das werden wir brauchen. Kriegen wir natürlich ein Essensproblem, das ist so, ne? So, aber ich werde Lampenöl verschwenden. Da geht's schnell. Ja, da war ich schon ein, zwei Mal. So, dann machen wir die schlechten hier erstmal fertig. Wahrscheinlich ist morgen auch noch so ein Kackwetter. Damit wir auch hier ja nicht mehr wegkommen und verhungern. Aber es gibt ja auch halt noch andere Waffenspawns, ja. Die ich jetzt noch nicht sage. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das Wetter beruhigt sich ein kleines bisschen, aber es macht keinen Sinn jetzt mit 7 Stunden. Das ist ein bisschen knapp, finde ich, ehrlich gesagt. 7 Stunden. Stunden. Ich glaube, ich lerne lieber das doofe Buch noch, dann können wir das noch da lassen.
Dann verschwenden wir den Tag noch hier. Ich glaube, das macht Sinn. Lieber jetzt entspannt, als zu überhastet. Das kann nur schief gehen, ey. Bei solchen Stürmen gibt es draußen weniger Wölfe. Aber ich finde auch nicht zurück, ey. Das schaffe ich im Leben nicht. So, dann machen wir uns nämlich nochmal einen Liter hier. Ein Liter Wasser. Oder warte mal, wir machen erstmal das fertig. Es wird natürlich eng mit dem, dadurch, dass ich jetzt warte, wird das natürlich eng mit dem Essen hier. Aber man wird natürlich auch nicht so schnell hungrig wie durstig. Deswegen werden wir uns hier jetzt einmal voll den Wanz vollhauen. Und hoffen, dass das irgendwie reicht. Aber die haben wir auch. Oh ne, wir machen erstmal, solange das brennt, nochmal einen Liter. Erstmal fertig. Der Heckenpenner! Moin! Grüß dich! So, ich glaube, ein bisschen Holz brauchen wir noch. Ein Stock werden wir hier nochmal reinhauen. Oder. Leider weiß ich es nicht aus dem Kopf, wie lange ein Liter dauert. 22 Minuten ungefähr waren das. Warte mal. Ach, come on, ich hab schon wieder nicht. Nochmal gucken. Waren 38, ne? Kochen sind 15 Minuten ungefähr. Alles klar. Also ein Liter, kochen 15 Minuten. Ein Liter unsicheres Wasser kochen gleich 15 Minuten. Zack. Wahlhauptgebäude liegen in der Halle noch 1000 Klamotten oder 2000, bin mir unsicher. Abgeholt. Abgeholt liegen jetzt im Leuchtturm. Und hier nochmal. Der Schmiedehammer ist im Leuchtturm. Fertig. Zurück. Ich frage mich, ob es irgendwann mal Koop geben wird. Ich bin mir unsicher bei dem Spiel, ehrlich gesagt. Ich vermute mal nicht. Schön wär's, ja. Aber ich vermute nicht. Okay, wir behalten sogar. Oh, nein, ich wollte gerade sagen, wir behalten sogar was übrig, aber 0,05. Naja. So, dann werden wir gleich nochmal lesen. Aber wir hätten noch Hundefutter, ey. Das war's. Hundefutter. Und Schweinefleisch mit Bohnen. Wow. Okay. Lesen. Dann haben wir das auch mal durch. Kann ja nicht so anstrengend sein, ne? Gonchi ist schlau. Er macht sich Notizen. Oh ja, brauche ich auch, ey. Katzchen! Huhu! Moin, moin! So, dann haben wir das Buch durch. Dann kann es nämlich... Eigentlich kann es dann hier bleiben. Ah, Brennmaterial war unten. Zack. Ah, ne. Hier. Zack, zack. So, dann haben wir das. Wir haben ein paar Stöcke und ein bisschen Altholz dabei. Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben Streichhölzer dabei. Bis auf, dass wir halt nichts zu essen haben. Was aber durchaus okay ist. Und wir sind da mega unmüde. Wie scheiße ist das denn? Dann kriegen wir die Nacht gar nicht rum.
Okay, das klappt. Was meinst du? Was ist mit dem Kappa?